Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield Video und vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Heute schlagen wir gemeinsam den vollen Nostalgieweg ein und zocken eine Runde Battlefield 4. Schon allein, weil das neue Battlefield, welches ja nur noch Battlefield heißen soll und nicht Battlefield 6 oder Battlefield 2021, ja auch ein modern Setting bekommen wird. Tom Henderson hatte sich da gestern auf Twitter ganz schön darüber ausgelassen, warum Leute immer noch Battlefield 6 sagen, schreiben und bla bla bla, weil er natürlich sagt, es heißt nur Battlefield und nichts anderes und warum und wieso und weshalb und bla bla blub. Meiner Meinung nach muss man das aber einfach irgendwie kennzeichnen, dass es sich halt um das neue Battlefield, also um das Battlefield handelt, das 2021 erscheinen wird, und wenn man das jetzt einfach nur als Battlefield taggt bzw. behandelt, sieht es keiner, interessiert es niemanden und kann dann niemand was damit anfangen. Was ich mal wieder ganz spannend fand, vielleicht ganz allgemein gesprochen, ist einfach mal wieder diese Twitter-Bubble, also wie da gleich wieder rein gehatet und rein geraged und rumbeleidigt wird. Gut, klar, es ist Internet, aber es ist schon irgendwie auf einem ganz interessanten Niveau. Also, naja, ich war nicht direkt beteiligt, aber doch ganz interessant zu sehen. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, sondern ganz einfach um schmackhaftes, klassisches, nostalgieträchtiges Gameplay, Modern Setting, Battlefield. Let's go an der Stelle. Wie immer habe ich euch alle Einzelkapitel in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr Bock habt, da zu skippen oder auch nicht. Natürlich besser ist es, ihr zieht euch das Video komplett rein, ihr wisst schon, Watchtime und so. Vergesst in jedem Fall aber nicht ein Abo dazulassen auf Ehrenbruder-Basis und vielleicht auch ein dickes Like, wenn euch das Ganze gefallen wird und ihr keine weiteren Videos mehr zu Battlefield-Content im Allgemeinen verpassen wollt. Leute, Support ist kein Mord, vielen Dank dafür, und jetzt würde ich sagen, starten wir mal rein ins Gameplay. Neue Map, neues Glück, und da snacken wir schon den ersten bodenliegenden Camper weg. Also man muss schon sagen, auch so grafisch hier Häuser, Kampf bzw. Straßenschlacht, brennende Autos, brennende LKWs, Battlefield 4 konnte schon was. Und ja, ich habe gerade die Scar H am Start, ist ja auch eine All-Time-Favorite-Waffe in mehreren Games. Und man muss aber schon sagen, die zimmert vom Rückstoß schon ein bisschen mehr rein. Auch das, was man so aus Battlefield 5 bzw. Battlefield 1 gewohnt ist, da ist es mit dem Rückstoßverhalten und Rückstellmuster gar nicht so einfach. Hier werde ich gut weggesnackt vom Granite Launcher. Das ist eine Spezialwaffe, die man sich in Battlefield 4 an bestimmten Stellen holen kann. Vergleichbar vielleicht in Battlefield 5 mit Flammenwerfer und ja, dem Samurai-Schwert, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Das Katana war es, glaube ich. Falls nicht, packt es mir gerne in die Kommentare und korrigiert mich, ihr kleinen Oberlehrer. So, dann wird weitergegangen. Close Range, Close Quarter natürlich richtig nice. Munikiste wird rausgedroppt und schön campenderweise einmal durch und reingeheilt. Ich weiß nicht. Es macht einfach Spaß, das Game, muss man sagen. Auch hier muss man sich vorstellen, wie alt das Game ist. Es ist auch kein Remastered in dem Sinn, sondern ist immer noch so in der Grafik, in der Einstellung einfach spielbar. Also macht mega Laune, mir hat es mega Laune gemacht. Klar, so das Movement ist schon oldschooliger in Anführungszeichen. Da ist man einfach nicht mehr, oder man ist nicht so agil, oder ja, du kannst auch nicht rumrutschen wie jetzt in den moderneren Shootern. Also das Movement an sich ist ein bisschen limitierter. Man spielt allgemein ein bisschen abwartender, wobei ich natürlich as always mehr der Aggressive oder mehr reingehe. Ich habe da keinen Spaß dran, irgendwelche Gänge da abzuaimen. Dafür wird man natürlich hin und wieder dann auch mal bestraft, ist ja klar. Aber ja, was denkt ihr? Wird uns so eine Karten- oder so eine Stadtmap, werden wir mit hundertprozentiger Sicherheit auch in Battlefield, ja, nicht vergessen, es heißt ja immer noch nicht Battlefield 6 oder Battlefield 2021, nicht, dass wir noch einen harten Shitstorm von Twitter kassieren, wird es bestimmt auch geben. Und da freue ich mich drauf. Ich finde es auch, sie haben es nicht schlecht gemacht in Battlefield 4, auch mit den verschiedenen Deckungen. Man kann sich immer ja, ein bisschen zusätzliche Deckung suchen, außer man wird halt dann rechts unfairerweise weggesnackt und hört die Steps nicht, so wie es mir in dieser Situation ergangen ist. Zack, bumm, schon ist man down. Macht uns aber nichts, weil wir können gleich auf die nächste Karte springen.
Nämlich auf Zavod, das ist eine russische Map, heißt irgendwie, ich glaube, Fabrik oder Fabrik, Altfriedhof, keine Ahnung. Man sieht ja hier, sind irgendwelche Hochdruckpressen, wo ich gerade drunter herlaufe, die aber sich nicht bewegen. Ist eine ganz nice Map, ist die Map, wo draußen ja diese Altpanzer oder Panzer-Verladestationen stehen. Ziemlich nice, ziemlich viel Close Quarter. Gut, zugegeben, ich spiele hier auch ein paar Runden TDM, jetzt gar nicht Conquest oder so weiter, weil ich mich auch erstmal wieder einspielen musste. Ja, ganz ehrlich, weil auf den großen Maps, da wirst du dann nur weggesnackt und so sehr bin ich auch nicht mehr in dem Spiel drin und es spielt sich teilweise auch einfach anders, wenn man jahrelang dann mit dem anderen Movement und so weiter gespielt hat. Aber anyway, keine Ausreden, ich habe es einfach genutzt, um mal wieder ein bisschen reinzufinden und das war es, denke ich, auch auf jeden Fall wert. Ihr seht es ja schon an den unterschiedlichen Lichtverhältnissen, ist nicht ganz so einfach, da die Gegner zu erkennen. Ich muss aber zugeben, ich habe in-game die Helligkeit, denke ich, nicht so wirklich hochgeschraubt gehabt für die Karte. Das braucht man ursprünglicherweise, sondern da mehr auf dem Monitor gedreht. Deswegen kommt es jetzt bei euch nicht so gut an. Also ich habe doch ein Stück weit mehr gesehen, als es der Fall ist. Wie immer in TDM laufe ich von außen nach innen, beziehungsweise erstmal außen rum, weil man dann doch den ein oder anderen Flank sich gönnen kann. Ist immer lohnenswert, irgendwie blind in die Mitte reinzulaufen und sich dann wundern, warum man von mehreren Seiten weggeholt wird. Hat noch in keinem Spiel funktioniert. Wurscht, welches Spiel das ist, ob das ein Battlefield 5, Battlefield 1, COD oder eben das Battlefield 4 ist. Neben meiner Scar habe ich natürlich auch noch Grenades mit am Start, einen Grenade Launcher mit am Start. Damit kann man natürlich wunderbar den einen oder anderen Camper aus seinem Versteck rauslocken bzw. rausholen. Außer der Mate hat das schon erledigt. Es gibt im Battlefield 4, es vergessen viele, auch Perks. Ja, also unter anderem Schleichen, schneller anlaufen. Man kann die allerdings nur in Kombination auswählen. Also da auch nicht wundern, sollte sowas in nächsten Battlefield, Klammer auf, Battlefield 6, Battlefield 2021 oder mir jetzt eigentlich egal. Ich sag da Battlefield 6 dazu oder Battlefield 2021, ist mir wurscht, ob andere Leute sagen, es heißt aber Battlefield. Juckt mich nicht, weil ich bin der Meinung, solange sich das nicht eingebürgert hat, sage ich das. Also verzeiht mir, für mich Battlefield 6, bis sich der Name eingeschliffen hat. Also, im Battlefield 6 da nicht wundern lassen, wenn da auch Perks mit am Start sein werden, ist nicht wirklich was Neues und ja, solange es in einem vernünftigen Rahmen ist, ist auch alles okay. So, und wenn wir gerade beim Thema Perks beziehungsweise, ja, ich glaube, wir sind bei Waffen stehen geblieben, möchte ich auch noch mal ganz kurz mit euch über das Thema Waffen sprechen. Und zwar im Battlefield 4 habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eure Waffen mit verschiedenen Aufsätzen anzupassen und das ist auch wirklich was, auf das ich mich wieder freue, weil gerade im Battlefield 4 war es auf jeden Fall so, du konntest deine Waffe mit den falschen Aufsätzen, beziehungsweise wenn du den falschen Lauf oder keine Ahnung was ausgerüstet hast, sogar schlechter machen, als sie in der Standardversion war. Also da gab es viel auszuprobieren, viel ja zu testen, rumzuprobieren und so weiter. Und manche, die klatschen sich halt einfach die Aufsätze blind drauf, weil so nach dem Motto, mehr ist besser, ist aber nicht der Fall. Und das ist definitiv ein Punkt, wo ich mich auch schon wieder drauf freue, wenn man da ein bisschen Hirnschmalz mit reinstecken kann und ja, sich da auch mal wieder einen Vorteil einfach beschaffen kann, indem er ein bisschen mitdenkt, ein bisschen mit dem Spiel geht und ja, ich wünsche mir auch, dass wieder ein bisschen mehr Skill in das Game reinkommt. Ich habe vorher schon mal das Thema Rückstoß angesprochen, es trifft ja hier auch zu. Ihr merkt es ja ab und zu, gerade auf Distance tappe ich die Waffe sowieso durch. Ich schalte jetzt nicht auf Einzelschuss um, aber das mache ich sowieso selten. Naja, viele, viele Punkte. So Leute, bevor wir jetzt zum Ende des Videos kommen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das gerne mit einem Kommentar und einem dicken, fetten Daumen nach oben, wenn ihr da Bock auf mehrere solche, ich nenne es mal Talk-Gameplay-Videos von alten Battlefield-Teilen habt. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Euer E-Team.